Ja, da ich das halt gearbeitet habe. Long time no see. Ich fange jetzt erst an zu filmen, weil die Woche ist nichts Spannendes passiert und ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht so wohl gefühlt. In meiner Haut tue ich immer noch nicht so richtig, aber ich dachte mir so, komm, filmst du einfach mal wieder, weil ich glaube, ihr seht's, I'm not brown. Und wenn ihr mich schon länger verfolgt, ich bin eigentlich immer braun, weil ich eben immer Selbstbräuner benutze. Ja, jetzt wollte ich aber mal eine Pause davon machen, weil es eben einfach nicht mehr schön aussieht. Es ist irgendwie immer fleckig wird in letzter Zeit. Es fällt nicht mehr so richtig und das auch irgendwie, mich nervt dieses, dass es überall abfärbt und so im Moment. Deswegen war ich jetzt zweimal im Solarium, damit ich so ein bisschen lebendig aussehe, aber ihr seht, I'm very white und deswegen habe ich mich nicht wohl gefühlt. Und das ist eigentlich traurig, aber genau deswegen filme ich jetzt trotzdem. Meine Haare sind auch nicht gestylt, die sind nur gewaschen und gerade kurz drüber geföhnt, weil heute muss ich auch nicht irgendwie gut aussehen, weil heute wird endlich die Küche aufgebaut. Mega geil. Der Freund von meiner besten Freundin kommt jetzt gleich und dann fangen wir schon mal an und morgen machen wir dann noch weiter. Wir bauen die ja selber auf, weil sonst hätten wir noch bis Juni auf die Küche warten müssen. Und gerade sind auch H&M Home-Pakete gekommen für die ganzen Pflanzen und so. Aber jetzt ist der Akku leer. Deswegen lade ich den kurz auf und dann zeige ich euch das. Oder wir fangen mit der Küche an, je nachdem, wie lange das braucht, bis der Akku hier aufgeladen ist. Kurzes Küchenupdate. So sieht es bisher aus. Hier ist schon mal der. Also die Schränke sind schon ausgerichtet, keine Ahnung, und aneinander befestigt. Jetzt fehlt nur noch das, der und der hier und dann wird, glaube ich, angeschlossen. Keine Ahnung, bin mir nicht so sicher. Aber es geht voran. Es sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Dann habe ich auch noch das Fensterbrett übrigens weggemacht. Ich habe gestern nicht so viel gefilmt, weil eben der Freund von meiner besten Freundin da war und mit Jonas ganz in der Küche gemacht hat. Dann ist also später auch noch meine beste Freundin dazugekommen. Und wir haben schon einiges geschafft. Jetzt ist der Vater von Jonas auf dem Weg hierher nach Nürnberg, um den Rest zu machen. Also es ist noch einiges, was gemacht werden muss, aber um eben so den letzten Rest zu machen. Und ich bin so begeistert. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Kamera so rüberkommen wird, aber diese Küche ist so riesig. Ich hätte niemals gedacht, dass die so groß ist, weil irgendwie hatte ich immer, wenn ich an unsere Küche gedacht habe, an so einen kleinen Raum gedacht. Aber es ist so groß und so, also es ist richtig krass und sieht richtig schön aus. Ich zeige es euch mal ganz schnell. Also, so sieht es bisher aus. Die Küchenschränke stehen eben schon, sind ausgerichtet, aneinander befestigt. Bei den Anschlüssen müssen wir heute noch ein bisschen was machen, weil das gestern ein bisschen komplizierter war, dadurch, dass wir die Waschmaschine hier drin stehen haben. Und das ist die Arbeitsplatte und die ist einfach so lang. Also klar, da kommt dann noch ein Ausschnitt für Spülbecken und den Herd rein, aber trotzdem, die ist mega lang und hier haben wir dann eine richtig breite Fläche, weil das eben hier noch da zum Fensterbrett geht. Also wir haben das Fensterbrett ja auch vorher abgemacht und das ist einfach so nice, ohne Spaß. Das wird so eine riesige Küche. Also ich bin richtig zufrieden und die Platte gefällt mir auch voll gut. Ja, also es sieht live so viel schöner aus. Es ist voll schade, weil es echt so einfach total gemütlich auch mit der Holzfarbe und so aussieht. Das wird in der Kamera immer so ein bisschen verfälscht. Aber ja, heute werden wir das fertig machen oder Jonas und sein Papa. Hier kommen auch noch ganz viele Hängeschränke hin. Und ja, dann haben wir endlich finally eine Küche. Und ich werde morgen so ein Drei-Gänge-Menü da auftischen. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Jonas ist jetzt gerade noch mit Happy spazieren. Und ich dachte mir, ich packe jetzt die H&M-Pakete mit euch aus, weil das habe ich gestern nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, habe ich euch diese Töpfe hier gezeigt? Die habe ich bei H&M Home bestellt. Einmal für die Strelitzie hier oder die andere und das im Büro. Die Pflanze, also ich habe mehrere Töpfe, ich habe also drei Übertöpfe bestellt für drei Pflanzen. Muss halt schauen, welche Pflanze ich dann wo reinmachen will. Aber das finde ich so eigentlich schon mal ganz schön. Was sagt ihr? Hier im Hintergrund ist noch so ein Chaos jetzt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das geht dann halt heute hoffentlich irgendwann weg. Aber ich kann nur hier die Pakete auspacken. So, ich glaube, ich packe jetzt auch nur eins aus. Also es wird das echt ein zu großes Chaos hier. Habe ich einmal so eine Kerze. Ich dachte tatsächlich, dass das ein Blumentopf ist, weil ich habe den als Blumentopf schon für meine Efeutute, glaube ich, ist das. Aber es ist eine Kerze. Aber es ist auch mega schön.
Ich habe mir noch so eine Schale gekauft, ist halt alles jetzt so ein bisschen Deko auch schon. Achso, genau, dann habe ich 2 von diesen Kerzen gekauft, weil ich voll gerne solche Kerzen benutze, aber ich habe halt immer Angst, dass es anfängt zu brennen. Deswegen habe ich mir, also das sind so Fake-Dinge, aber wie gehen die an? Das ist jetzt die Frage. Was muss ich dafür machen? Ah, da muss eine Batterie rein, okay. Short Update, Jonas Papa ist jetzt da und die machen sich jetzt an die Küche. Ich habe jetzt kurz mir eine andere Hose zumindest angezogen und werde jetzt zum Wertstoffhof fahren und unseren Papiermüll von der Küche wegbringen und dann für morgen einkaufen, weil heute Abend bin ich ja nicht da, also heute Abend können wir nicht irgendwie cool kochen mit der Küche, aber morgen und da möchte ich richtig kochen, also Spargel möchte ich einkaufen und eine Nachspeise machen. Das wird so cool. Gell, mein Schatz? Bah. Müssen wir hier runter? Ja, gell? Was machst du? Für meinen Vlog jetzt. Ah. Willkommen bei Samiras Vlog. Wir sind hier in Stuttgart. Heute ist mein Geburtstag. Noch für nicht 11 verwandt. Nein, ich will nicht doch. Nein. Das ist, wir gehen jetzt feiern. Vielleicht. Spontaneously in der People. Das ist übrigens Chris. Und er ist auch dabei. Every moment tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. Ich bin wieder da, es ist heute Montag und ich bin gestern wiedergekommen, weil ich ja in Stuttgart war, weil Antonia Geburtstag hatte. Und in der Zwischenzeit haben Jonas und sein Papa die Küche hier fertig gemacht, mega cool. Und ich habe die jetzt gerade mal so eingeräumt, uns fehlen leider die Hängeschränke noch, weil da wurde vergessen, so Leisten mitzuliefern. Da wird sich jetzt aber drum gekümmert und deswegen haben wir jetzt erstmal so ein bisschen weniger Stauraum, aber ich habe trotzdem alles untergebracht, also richtig krass. Ich glaube, das wird dann richtig gut, wenn die Hängeschränke noch da sind. Dann haben wir so viel Stauraum und ich habe auch noch für die Gewürzregale neue Klebestreifen bestellt. Die muss ich dann auch noch, die kommen morgen, glaube ich, an die Wand bringen. Aber bisher gefällt mir diese Küche so gut. Vor allem die Platte hier, das Waschbecken, das Schwarze. Es ist natürlich noch nicht zu 100% fertig, aber ich finde es jetzt einfach schon so gut. So sieht die Küche jetzt bisher aus. Ich habe hier auch noch so ein Plissé, glaube ich, heißt es, bestellt, damit man hier nicht immer so reinschauen kann. Ich habe heute Morgen auch schon gewaschen, aber irgendwas stimmt mit der Dichtung nicht. Das muss Jonas nochmal überprüfen, weil da ist Wasser ausgelaufen. Dann habe ich den kleinen Teppich hier einfach mal reingelegt und das ist so bisher die Küche. Also hier kommen noch komplett Hängeschränke hin und diese Gewürzregale möchte ich an diese Seite machen. Und hier habe ich dann dieses Regal, da habe ich auch schon so ein paar Mason Jars eingeräumt. Natürlich sind viele jetzt noch leer, weil ich vor dem Umzug auch versucht habe, einiges leer zu bekommen. Aber das finde ich auch richtig schön. Ich habe auch schon ein Müllsystem bestellt, was dann hier noch hinkommt. Und da kommt dann auch noch Happy Snapf und so hin. Hier habe ich mal was aufgehängt, um so die Schürzen und die Einkaufstaschen aufzuhängen, weil das haben wir immer nur in eine Schublade gestopft und irgendwie finde ich das nicht so nice. Ja, und das ist so bisher die Küche und ich finde es einfach, ich finde diese Platte unfassbar schön. Auf jeden Fall habe ich mega viel gekauft, griechischen Joghurt, Eier, Gemüse. Ich werde heute das erste Mal kochen. Es gibt Spargel und als Vorspeise noch eine Kürbissuppe und habe dann für die nächsten Tage einfach so ein bisschen was gekauft. Auch ein frisches
Kürbiskernbrot. Da werde ich jetzt gleich, glaube ich, auch gleich noch was machen. Und eine Guilty Pleasure habe ich mitgenommen. Aber ansonsten habe ich mich mega zurückgehalten, ich schwör's. Ich habe Nui-Eis gekauft. Aber das war das Einzige, was ich Schlechtes gekauft habe. Es ist schon ein paar Tage her, beziehungsweise glaube ich schon über eine Woche, seitdem ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Aber es ist gerade sehr, sehr viel los, weil ich jetzt auch mit meiner Masterarbeit angefangen habe. Und deswegen habe ich mich nicht so richtig gemeldet. Und es war hier auch die ganze Zeit voll das Chaos in der Küche, weil die Waschmaschine noch nicht richtig angeschlossen war. Beziehungsweise die ist die ganze Zeit ausgelaufen, keine Ahnung warum. Ja, aber jetzt ist sie endlich fertig, deswegen wollte ich sie euch zeigen. Ja, ich glaube, an die Küche vorher gesehen haben, ihr wisst genau, wie die vorher aussah. Es war ganz schlimm. Und es war jetzt echt ein Prozess, weil die Waschmaschine, wie gesagt, die ganze Zeit ausgelaufen ist, weil die mussten wir tatsächlich in die Küche machen, weil im Bad nicht genug Platz ist und hier, also es war irgendwie so von der Vermieterin geplant. Am Anfang dachte ich, das wird mich mega stören, aber ich finde, das geht jetzt eigentlich. Ja, und das ist die Küche. Wir haben die von XX Lutz. Ich zeige euch mal nochmal so. Ich habe hier auch noch so ein Plissé bestellt, dass man da nicht so reinschauen kann. Aber ich habe hier noch den Teppich reingelegt, weil ich irgendwie fand, dass es das ein bisschen gemütlicher macht. Und auf der Seite habe ich noch so ein Regal mit unserer Mikrowelle hier unten und hier so ganz viele Lebensmittel. Aber, Leute, ich habe gerade echt fast geheult, als ich es gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber in Berlin hatten wir voll die Motten-Maden, also Lebensmittel-Motten-Maden-Plage. Und deswegen haben wir alles weggeschmissen, bevor wir nach Nürnberg gezogen sind. Und jetzt habe ich gerade in diesem leeren Mason Jar das hier gefunden. Sorry, falls ihr das irgendwie eklig findet. Ich habe es jetzt extra zugemacht, damit ich es nachher Jonas zeigen kann. Es ist eine Lebensmittelmotte, glaube ich. Ich hoffe eigentlich nicht, aber ich bin gerade mega genervt. Ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht schon wieder von vorne anfängt, weil halt so die ganzen Lebensmittel die ganze Zeit wegschmeißen, kostet halt so viel Geld. Und da habe ich langsam echt keinen Nerv mehr für. Na, auf jeden Fall habe ich hier noch ein paar Kräuter stehen. Die hat mir meine Mama geschenkt, aber die sind auch eigentlich schon eher dead als alles andere. Aber da will ich irgendeine andere Pflanze dann notfalls noch hinmachen. Hier habe ich Desenio-Bilder. Ich weiß nicht, ob wenn das Video online kommt, ob mein Desenio-Code noch gilt. Aber könnt ihr mal auf Instagram schauen, da habe ich nämlich einen 35%-Code. Hier ist auf jeden Fall der Napf von Happy noch, also die beiden Näpfe. Und hier haben wir noch so ein kleines Müllsystem für Plastik- und Papiermüll, weil damit wir uns das einfach unter der Spüle den Platz sparen. Genau, und ich finde, das sieht einfach richtig schön aus. Und ich liebe unsere Küche. Und die Blumen sind von Jonas, weil wir letztens 4. Jahrestag haben. Das einzige Große, was jetzt noch quasi so für die Wohnung fehlt, ist mein Schuhschrank. Aber ich weiß nicht, wann der jemals wieder verfügbar sein wird bei IKEA. Ich glaube, ich schaue jetzt schon seit einem Monat jeden Tag. Und ich wäre mittlerweile auch bereit, ihn zu bestellen und liefern zu lassen. Das kostet ja, glaube ich, immer 30 Euro oder so extra. Und am Anfang dachte ich mir halt so, nee, voll unnötig. Aber mittlerweile wäre ich sogar bereit, diese 30 Euro oder wie viel es auch immer ist, zu zahlen, einfach damit ich diesen Schuhschrank habe. Und ansonsten fehlen dann halt noch ein paar Wandregale und ein bisschen Deko, aber allein schon dadurch, dass die Küche jetzt gemacht ist, bin ich einfach so glücklich. Und ja, also ich hoffe... Na, du kleine Maus? Du denkst, es gibt Essen. Immer wenn man in der Küche ist, gibt es bestimmt was zu essen für dich, gell? Ja, also wir fühlen uns mega wohl. Fühlst du dich auch wohl, mein Schatz? Ich habe ja voll viele Zecken in der letzten Zeit, gell? Naja, das ist auf jeden Fall die Küche. Ich finde es mega nice. Ich freue mich voll, hier so ganz viel zu kochen und keine Ahnung. Mit Zatepi gepupst, sehr lecker. Ich glaube, der Vlog war mega unspektakulär, aber ich werde jetzt noch ein bisschen Kräfte sammeln und euch dann wieder mehr mitnehmen. Ehrlich gesagt habe ich mich auch... Was ist denn los, mein Schatz? Willst du wieder rauf? Willst du wieder rauf zur Mama? Du brauchst Liebe von der Mama. Okay? Ja, aber dann werde ich euch wieder mehr mitnehmen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der letzte Moving-Vlog gefallen und unsere Wohnung und der ganze Prozess. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Sagst du auch Tschüss, Happens? Tschüss, meine Süßen. Bis zum nächsten Mal. So. Tschüssi.